Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier weiter und haben versucht, hier unten das eine Flugfeld hier von dem Gegner kaputt zu machen. Allerdings haben wir es nicht geschafft. Es ist doch mehr Gegenwehr da, als ich erwartet hätte. Von Lufteinheiten. Und von daher haben die Hubschrauber beim letzten Mal leider nicht gereicht. Aber ich denke, jetzt kriegen wir das hin. So. Ach du Heilige. Ja, das ist gerade dumm, was der da macht. Aber, hey. Ja, der hat also auch einiges an Schiffel da. Ja. Ja, super. Was ist das denn da? Ach, die Bereitschaftspolizei. Hier ist nichts zu sehen. Ja, das stimmt. So schaut's aus, liebe Freunde. Ach, das wäre so nützlich, wenn wir hier Hyperions bauen könnten. weil dann könnten wir einfach ganz viele Hyperions spammen. Die können unter Wasser laufen. Aber naja. Das will das Spiel nicht, dass wir das könnten. Und das ist auch, finde ich, berechtigt. Weil das wäre sonst zu OP. Gut. Das heißt aber auch dann, dass wir gleich hier mit den Hubschraubern nochmal unser Glück versuchen müssen. Und vielleicht... Kriegsschiff, Fregatte... Ich weiß ja nicht, was gegen U-Boote hilft, ne? Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, was gegen U-Boote hilft. Wenn ich da sehe schon, dass der da wieder ein Triton-U-Boot irgendwo stehen hat, ne? Geh mal bitte scouten. Ich möchte wissen, was da unten los ist. Fregatte, kannst du keine U-Boote? Ich bräuchte irgendwie ein Kanonenboot oder so, aber das gibt's ja hier leider nicht. Bum, bum. So. Ja, und da müssen wir aufpassen mit den Ressourcen, weil wir müssen ja noch da ein paar Gebäude aufbauen, ne? Und am besten diesen blöden Flughafen hier wegmachen. Meine Güte, der nervt schon ziemlich, ja. Ist der immer noch jetzt bei vollem Leben? Weil wir hatten beim letzten Mal tatsächlich den Flughafen fast kaputt gekriegt mit unseren Hubschraubern. Muss ich jetzt mal gucken. Also ich bin mir nicht sicher, ob der noch fast kaputt ist. Ich fürchte halt, dass der den repariert hat. Da hat er wieder seine Kack-U-Boote hier. Nautilus-U-Boot, ey. Mensch. Mensch, Kollege, hör doch auf. Hä? Aber die machen irgendwie so gut wie keinen Schaden. Und es ist zum Glück immer noch kaputt. Das ist schon mal sehr gut, Freunde. Also, okay, das heißt, der Flughafen ist so gut wie kaputt. Sehr schön eigentlich. Weil da war unsere Mühe vom letzten Mal nicht komplett für'n Popo. Okay, weil wir müssen unbedingt erstmal den Flughafen wegkriegen. Das ist die oberste. Warum baust du nichts? Warum baut der? Was? Ach, ich habe das die ganze Zeit blockiert hier. Ach, deswegen. Okay. Weil das ist die oberste Prämisse tatsächlich, dass wir diesen Flughafen da wegkriegen. Naja, okay. So. Dafür brauchen wir massig Hubschrauber. Wartet mal. Hey, Skywatcher. Komm mal bitte hier runter, bitte. Ich bräuchte hier unten mal eine Flugabwehreinheit. Fahr mal bitte da runter. Nee, du nicht. Bleib bitte hier. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Empire Earth Let's Play. Wie wir jetzt hier in der viertletzten Mission des Spiels sind. Die Mission zieht sich ganz schön lang, muss ich sagen. Aber gut, es ist halt, ja, mit einer der letzten Missionen und das muss ja so sein, ne, dass die sich so lange ziehen. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir damit jetzt bald mal
diesen Flughafen wegkriegen. Ja. Warum kommen da jetzt wieder keine Einheiten raus? Wir werden angegriffen. Aha. Oh, meine Artillerie. Komm mal her, bitte. Artillerie. Die schöne Artillerie. Jetzt komm mal her. So. Ich schau euch den Skywatch an. Wie er einfach seitlich fährt. So. Lass bei der Artillerie in Ruhe, du Penner. Meine schöne Artillerie. Na gut. Auge Gottes hier, ey. So ein Quatsch, echt. So, gut. Gut. Aber der Skywatcher hat einen guten Job gemacht. Ich liebe diese Skywatcher gegen Hubschrauber. Die sind einfach... Die haben's drauf. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier beim guten alten Empire Earth. Wie wir jetzt hier hoffentlich mal diesen Flughafen da wegkriegen. Also es ist wirklich jetzt langsam Zeit, ja. Und währenddessen können wir mal ein paar Bürger noch nachbauen. Ja, ich denke, das passt so. Wenn wir jetzt hier einfach noch drei Bürger nachbauen. Aha, Jäger, nix da. Nix da, Kollege. Nix da. Nix da. Ha. Da will er wieder angekackt kommen, ne? Weil wir unseren Skywatcher hier unten stehen haben. Ja, sehr gut. Guten Job macht er. So können die den hier schön abschießen. Zack. Der kann auch bitte hier runter. Da haben wir zwei, das ist sehr gut. Gut, ich denke mal, dann können wir es wieder angehen hier. Können wir es wieder versuchen. Jo. Mach mal speichern vorher. Was eine Materialschlacht, Freunde, ich sage euch. Ich wollte ja sagen, da hatten wir beim letzten Mal schon mal was. Es sind so viele Einheiten, ne? Aber gegen Anti-Luft-Einheiten haben die wirklich nicht viel zu bieten, was Panzerung angeht. Aber okay, Freunde. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier diesen Flughafen wegkriegen. Ich hoffe es. Aha. Aha, ja, Skywatcher. Viel Spaß. So. U-Boot, verpiss dich. Sorry, verzieh dich, meine ich. So, und hier drauf. Und direkt weg damit, weg mit dem Scheiß. Jetzt endlich weg mit dem Scheiß. Ach, er hat hier wieder seine... Seine Jekyll-Jäger. Okay, aber das passt. Den ersten Flughafen kriegen wir damit down, Freunde. So. So, der erste Flughafen ist weg. Sehr schön. Was ist... Was ist los? Der hat zwei meiner Bürger kaputt gemacht, der Sack. Ah ja, gut. Das reicht wieder nicht, ne? Weil er einfach so viele Jäger baut. Okay, aber... Wir können hier nachbauen. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja nachbauen. So, langsam. Schritt für Schritt kriegen wir das Ding. Weil so viele verdammte Hubschrauber hat... so viele verdammte Flugzeuge hat er jetzt nämlich gar nicht mehr. Ha. Wo ist zur... Wo kommen die Bomber denn jetzt her? Was ist das denn hier? Japan, oder was? Aha, guck mal! Japan landet hier. Ahaha, geil! Ja, das ist eine gute Idee. Japan. Aber er hat hier seine... Triton-U-Boote, die man auch irgendwie nicht wegkriegt, ne? Das ist das halt. Wie soll man die Triton-U-Boote wegkriegen? Das ist mir jetzt gerade echt ein Rätsel, so. Wie soll man die Triton-U-Boote wegkriegen? Das ist eine Sache, die könnte uns noch
vor Probleme stellen. Definitiv. So, was machst du? Ach, guck mal. Guck mal hier. Ja, mach die Schlachtkreuzer kaputt, komm. Mach die Schlachtkreuzer kaputt, du. Geil. Der leichte Wächtereinheit hier. Hat ein Schiff kaputt gekriegt. Das nenne ich Arbeitsmoral. Absolut, also. Ach, und die hier, die haben das fast auch kaputt gekriegt. Sehr gut. Japan, komm mal her. So. Ja, sehr gut. Ich frage mich halt, wie gesagt, nur echt, wie wir die Triton-U-Boote da wegkriegen. Wie sollen wir das machen? Brauch schon mal einen Transporter, bitte. Fregatte. Kann eine Fregatte auf U-Boote gehen? Ich glaube nicht. Aber irgendwas muss doch auf U-Boote gehen können. Warte, bauen wir mal nochmal eine Fregatte nach. So. Haben wir wieder 10 Hubschrauber, das passt doch, Freunde. Der Transporter, jo. Alles klar. Dann brauchen wir tatsächlich noch, wir brauchen Steine, oh Gott. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Wo sind die Steine? Wo sind die Steine? Hä? Wo sind die Steine? Wo sind die Steinvorkommen hier? Wartet mal. Ah, hier unten. Da ganz unten. Okay. So, wo werden wir wieder angegriffen? Ach, hier, okay. Wie das von so einem Mist-Avenger, ey. So, aber ich denke, jetzt kriegen wir den Flugplatz da unten platt, ey. So, Freunde, los geht's hier. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Fregatte. Fregatte? Das heißt jetzt nicht Juggernaut, sondern Jaggernaut. Habt ihr mir zumindest gesagt, dass das Jaggernaut heißt. Okay, wo ist die Fregatte? Fregatten! Fregatten können auf U-Boote. Alles klar. Alles klar, ich hab's. Okay, sehr gut. Aber das gefällt mir jetzt hier nicht, dass der hier mit seinen Jägern ankommt. Und auf meine Hubschrauber geht hier. So. Jetzt. Mach den Scheiß einfach kaputt, bitte. Gut, also brauchen wir Fregatten. Ganz viele Fregatten. Ach, die sind natürlich ganz frisch aus dem Flughafen gekommen, ne? Verdammter Kackmist. Echt, verdammter Kackmist. Aber gut. Dann weiß ich jetzt, was wir bauen müssen. Und zwar jede Menge Fregatten. Alles klar. Was kosten die? Eisen und Holz. Ja, gut, okay. Eisen und Holz, also. Ach, mein Gott. Das Ding ist immer noch nicht weg. Das ist, weil er hier einfach zu viele Jäger hat. Aber gut. Ich denke, Fregatten werden es jetzt richten. Die Jaggernaut-Fregatten. Und Hubschrauber können wir dann auch keine mehr bauen, weil die Eisen brauchen. Verdammt. Oh, Freunde, diese Mission zieht sich so. Holt mal hier nochmal Eisen weg. So. Die Mission zieht sich aber übertrieben, Freunde. So, die brauchen wir. Fregatten, um die U-Boote wegzukriegen. Sehr gut. Ja, da kommen noch... wie viele? 10? 12. Noch 12 Stück raus. Ja, ich würde die Mission eigentlich schon ganz gerne noch schaffen, bevor es hier wieder... Folgenende ist, aber naja. Ist alles nicht so einfach, Freunde. Ist alles echt nicht so einfach.
Wir werden angegriffen. Wer hat meine Bürger? Ah ne, ich dachte schon. Was? Wir werden angegriffen. Wer hat meine Bürger da geplättet? Ja gut. Ich brauche eigentlich. What? Was kommt hier jetzt hin? Oh Gott. Fregatte, 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 Fregatte. Um Himmels Willen. Raketen. Wo bist du? Raketenwerfer. Oder hier, Hu Kuan Do, komm mal her. Ah, der Turm. Ah, Gott sei Dank. Der Hu Kuan Do, der macht das. Ah, der greift nur Japan an. Okay. Zieht euch das mal rein, wie viel der Hu Kuan Do einfach abzieht. Wir werden angegriffen. Okay, mach diese scheiß Hu-Boote weg hier. Okay, am besten das hier zuerst. Erst das, was euch anschießt. So, Freunde, sehr gut. Die Laserfregatten, jawoll. Ach, zum Glück gibt's diese Erfindung. Was ist das jetzt hier? Jäger. Alles klar. Aber guckt euch das mal an. Da haben wir doch schon einiges wieder an Schiffen auch hier. Damit kann man schon bearbeiten. Alles klar. Dann heißt es ja jetzt einfach nur noch Ressourcen sammeln. Ja, jetzt einfach Ressourcen sammeln. Und ihr kommt bitte mit hier runter. Wir brauchen alles, was wir haben können. Was wir kriegen können hier. Weil wir brauchen... Was brauchen wir da nochmal? Zweimal diese Raketenbasis. Das sind 4000 Holz. Ein Tempel und dieses Forschungszentrum. Ja, Gold, Eisen, Holz. Holz haben wir. Gold, Eisen und ein Tempel. Ja gut, der Tempel, der ist eigentlich kostenlos. So. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Meine Güte, ey. So. Haben wir es bald mal. Die bewegen sich hier auch ein bisschen langsam vorwärts, aber ist okay. Gut, Fregatten. Los hier, hier hin, los. Oh, und hier. Ah, gegen Kriegsschiffe haben die natürlich keine Chance, ne? Ist klar. Boah, die Kriegsschiffe. Gegen Kriegsschiffe haben die natürlich keinen Schneid. Aber mit 10, mit Masse geht das. Aber so, kommt hier. Los. Und jetzt noch die Kreuzer. Beziehungsweise, ja doch, die Kreuzer. Bitte mitkommen. Wir werden angegriffen. Nicht getroffen, Kollege. So, wartet mal hier bitte. Die Kreuzer auch bitte. Und die Bomber. Die nerven mich schon ziemlich, ja, muss ich sagen. Hier. Draufschießen, los. Draufschießen da. Was ist das denn da unten? Ja, mach das U-Boot kaputt. Ist okay. Oh, der zählt aber schön viel aus gegen die Hammerhead-U-Boote. So, wunderbar hier. So. So. Jetzt können wir schön auf die Flugzeuge warten. So, und habem und wegschießen. Los, kaputt machen. Ja, du bist okay, kommt. Wir brauchen mehr Kreuzer, habe ich das Gefühl. Mehr Kreuzer, bitte. Gold und Holz. So, jetzt geht doch mal weg. Oh nein, kein Kriegsschiff. Ah nee, das ist auch eine Fregatte. Jetzt hör auf hier. Oh, da ist doch ein Kriegsschiff. Verdammte Axt. Ja gut, aber mit der Masse kriegen wir das kaputt. Das ist ja kein Thema. Leviathan. Kriegsschiff. So. Alles klar. Bomber. Wie viele Bomber hatten der noch? Och, Freunde. Das wird mir jetzt langsam ein bisschen zu viel hier mit dem Scheiß... Mit der Scheiß Luftwaffe. Leute. So.
Das U-Boot bitte zuerst. So. So, Freunde. Jetzt bewegt euch mal bitte nach hier unten. Verdammte Axt, ey. So, Flugzeug wegschießen. So. Du bitte auch mitkommen hier. So. So. So, was kommt da schon wieder? Ach so, das ist nur okay. Das ist nur eine Fregatte, das passt doch. So, kaputt schießen. Wartet mal. Seeschlacht hier, so. Freunde, Seeschlacht. Und weiterfahren, einfach weiterfahren. Dann probieren wir das jetzt mal mit Schiffen. Den Flughafen da kaputt zu kriegen. Wir werden angegriffen. So, Freunde. Haha, dann machen wir das mal hier. So. Gut, alles klar. Dann haben wir hier Team 1. Team 1 kann bitte hier unten hinfahren. Und Team 2 kann bitte Team 1 beschützen. So. Team 2 bitte auf diesen Bomber da. Es ist so krass, oder? Was der hier alles auffährt. Team 1 weg damit. Sehr gut, Freunde. Da kommt er mit einem Hubschrauber, aber der macht ja nichts. So. Team 2, yo. Alles klar. Das kriegen wir hin. Ui, 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 ui. Was hat der jetzt hier alles? Warum haben die denn jetzt hier Fregatten? Oh, mach das Triton-U-Boot unbedingt weg, ey. So. Es könnte wieder knapp werden. Das gibt's doch nicht. Das ist unnatürlich. Freunde, das ist einfach unnatürlich hier. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt der auch mit Fregatten an. Och, Freunde. Wie viel Verstärkung kriegt der? Sagt mal. So, jetzt aber. Okay. Gut. Neu-Russland ist das. Ja gut, deswegen. Da kommt noch ein Schiff. Warum kommt da noch ein Schiff? Und noch ein Schiff. Und noch ein U-Boot. Ja, ist klar. Ach, mein Gott. Die haben aber auch viel Mist hier. Die haben aber auch viel Scheiß, ne? Pfff. Wir werden angegriffen. Übel. Hu Quan Do, komm mal her, bitte. Wo bist der Hu Quan Do? Da oben bist du, Hu Quan Do. Du machst jetzt mal bitte alleine dieses Kriegsschiff im Arsch. So. Ja, das gefällt mir irgendwie nicht, dass wir hier überhaupt nicht vorankommen, Freunde. So, wie viel hältst du aus? Beziehungsweise... Schaut euch das mal an! Der kann alleine ein Kriegsschiff platt machen. Schaut euch das an! Dieser Hu Quan Do ist einfach zu krass. Da kommt das nächste Kriegsschiff, aber das kann uns egal sein, wirklich. Wir haben Hu Quan Do zu... zur Unterstützung hier, ey. So. Mein Gott. Wir werden angegriffen. Also mit Schiffen wird das auch nichts. Dann doch wieder die Hubschrauber. Ja, dann doch wieder die Hubschrauber. Hubschrauber und Kreuzer. Nee, Fregatten. So, das muss schon passen. Ich überziehe jetzt auch die Folge, weil ich möchte das endlich mal schaffen hier. So. So. Alter, was ist das da? Triton-U-Boot oder was? Ne, Bürger, komm mal her, bitte. Du reparierst mal bitte hier. Ich hör's doch, da unten. Nautilus-U-Boot. Jo. Aber das ist Rebellentruppen auch, okay. Baut mal bitte hier zwei Fregatten hin. So.
Meine Güte, Freunde, diese Mission, die schlaucht. Die schlaucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was die alles auffahren, ist nicht mehr feierlich. Aber dann haben wir wieder nichts gegen die U-Boote, ne? Wenn wir jetzt wie wieder nur Kreuzer bauen, wir brauchen auch Fregatten. So, alles klar, schön gegen die U-Boote. Scheiß U-Boote hier, ey. Mein Gott, was haben die viele Sachen hier, die Gegner. Unglaublich, echt. Unglaublich. So. Was ist das jetzt schon wieder gewesen? Zum Glück haben wir den hier, ey, Hukwando. Der ist wirklich krass, der Typ. So, dann gehst du bitte wieder zum Gold. Mein Gott, das ist echt. So, ja, dann überziehe ich jetzt einfach die Folge. Wartet mal, wie viel Uhr haben wir eigentlich gerade? Ah ja, keine Ahnung. Was ist das schon wieder? Noch ein U-Boot. Es reicht jetzt mal langsam. Es reicht jetzt mal langsam hier. Ist ja schon echt nicht mehr feierlich hier. Womit die alles ankommen? Trident-U-Boot, ja, klar. Natürlich. Ein Raketen-U-Boot, was auch sonst. Oh Mann. Was zur? Was geht denn hier ab? Hallo? Ja, lasst euch nur abschießen. Lasst euch nur abschießen, ey. Mann. Lasst euch nur abschießen. Lasst euch nur abballern. So, hier. Wegmachen den Mist. Womit die alles aufgefahren kommen, ey. Ja gut, ich meine, es geht halt hier um eine krasse Sache, ne? Weltraumzeitalter und so, aber das ist schon echt... Puh, heavy. Heavy, Freunde. Aber wir können, wenn wir drüben alles platt gemacht haben, können wir da alles aufbauen. Dann haben wir die Mission hoffentlich geschafft. So. Ich weiß, ich müsste eigentlich die Folge beenden, aber... Was ist da schon wieder? Ja, das ist egal. Das ist eigentlich total egal. Alter Schwede. So. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch noch gefällt, die Folge hier. Wie wir jetzt hier ein Wettrüsten machen mit Luft- und Seeeinheiten. Ist sonst eigentlich auch nicht mein Stil, aber hier ist es halt scheinbar angebracht. Okay. Jetzt noch mal zwei Stück. Dann sollten die Kreuzer erstmal reichen. Sagittarian-Kreuzer. Ja, da haben wir was zu tun, auf jeden Fall. Gut, und hier haben wir unsere Fregatten. Das muss doch eigentlich auch reichen. Hey, das kann nicht sein. Es muss reichen. Braucht man noch zwei Hubschrauber und dann müssten wir es eigentlich... Das muss reichen, Freunde. Das geht nicht anders. Es muss reichen. So. Verdammt nochmal hier. Die sind jetzt bitte Team 1. Die Kreuzer sind bitte Team 2. Genau. Hier ist wieder was U-Boot-mäßiges. Okay, und wegmachen den Scheiß. So. Oh nein, Kriegsschiff. Er kommt aber auch immer mit einer Kontereinheit an, ne? Ja, ja, die Bereitschaftspolizei, die macht das. Genau. So. Kommt er mit einem Kriegsschiff an? Ich glaub das nicht. So, und die Hubschrauber sind dann jetzt Team 3, bitte. Das ist Team 2. Das ist hier schon wieder ein Kriegsschiff. Ja, toll. Ja, jetzt nimmt er hier wieder alle meine Fregatten weg mit diesem einen scheiß Kriegsschiff. So, haben wir es jetzt. Mann,
Freude. Ihr nervt. Haben wir's bald mal. Wir werden angegriffen. Oh, was ist mit diesem einen Hubschrauber hier? Haben wir hier irgendwo einen Skywatcher rumfahren? Einmal Skywatcher, bitte, komm. Dieser eine Hubschrauber. Stell ihn mal da ab. So. Verdammte Axt. Mach diese Jäger weg. So, und drauf schießen, und drauf schießen, und hier drauf schießen. Nicht getroffen, Kollege. So, und weg mit dem Bomber. Alter, so. So, das muss jetzt klappen. Hallo, fahrt ihr auch runter? Ja, ihr fahrt auch runter. Okay, was ist da oben wieder? So, der Hubschrauber, okay, der ist jetzt weg. So. Gut. Das heißt, Team 3 kann sich nochmal zurückziehen, bis die Kreuzer ankommen. So. So, und weg mit dem Scheiß. So, und weg damit. Ach du Heiliger, ja. Okay. Aber Team 3 kann durch auf den Flughafen. Team 2 kann hier hin. Und Team 1 bitte das Kriegsschiff wegmachen. Ach, mein Gott. So, das muss jetzt reichen. Das muss jetzt reichen. So, dann geht ihr bitte hier hin. Oh, die Hubschrauber kriegen das kaputt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Endlich. So, ihr zieht euch zurück und ihr macht bitte hier das kaputt, das Zeug. Das U-Boot wegmachen, unbedingt. Oh, es ist kaputt. Ach, yes, Freunde, Gott sei Dank. Der Mist ist weg. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Okay. Okay. Einfach da drauf schießen. Ja, na klar. Komm du nur von hinten, ey. So. Wir müssen hier noch weitermachen, ne? Wir müssen hier noch weiter aufräumen, scheinbar. Aber gut, ich glaube, da er hier nur mit Flugzeugen fast ankommt, so, haben wir das erstmal. So. Scheiß Auge Gottes, ey, echt. So, und hier das, hier hinten das kaputt machen. So, die, ey. Der baut sich auf hier. Nix da. So, was ist das denn? Septimus. Alexei Septimus, den kriegen wir doch. Den kennen wir doch noch, den Septimus. Den kennen wir noch, ja. Den kennen wir noch, den Septimus. Das war der Wissenschaftler, der uns die, Cyborg-Technologie gegeben hat. Tatsächlich, ja, Freunde. Jetzt hört doch mal auf, hier nachzureparieren. So. Oh Gott. Was? Achso, das ist schon kaputt. Okay. Trident-U-Boot. Vergiss es. Oh yes, Freunde. Dann haben wir hier endlich mal ein bisschen Ruhe mit der Flugabwehr. Na, was habe ich gesagt? Der hat hier irgendwo noch einen Drecksflughafen. Irgendwo hat er hier noch so einen Drecksflughafen. Oh, das tut weh jetzt. Ui, 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 ui. Okay, aber er macht wieder alleine ein Kriegsschiff weg. Sehr gut. Alles klar. Aber hey, das heißt, wir können hier einfach Kreuzer spammen. Jede Menge. Und hier Fregatten spammen. Und hier Hubschrauber spammen. Ganz viel. So. Ey, Alter.
Ihr geht mir langsam wirklich auf den Sack mit euren Bürgern hier. So. Macht die Frauen kaputt. So. Kapitol, wegmachen. Los. Wir werden angegriffen. Der will auch reparieren. Nix da. So. Was ist hier schon wieder? Ach du Kacke. Ja, fang du nur meine Fregatten ab. Ach. Stopp. Falsche Produktion da oben. Wir haben uns hier voll belagert. Die gehen mir echt auf die Nerven, muss ich sagen, ey. So, aber das Kapitol kriegen wir down. Das ist sehr gut, Freund. Das Kapitol kriegen wir down. Was eine Drecksmission gerade, ey, echt. So, wo ist das Trident-U-Boot? Da, wo sind die Trident-U-Boote? Ach, jetzt kommt er hier voll an, ne? Jetzt wird er sauer. Um Gottes Willen. Verdammte Hacke. So, genau. Yo, mach einfach mal mit... Ulfer. Okay. Boah, ist das übel. Boah. Na komm zurück hier, los. Komm zurück. Da sind sie, wegmachen. Mach das wenigstens kaputt. Oh Gott, ich glaube, wir haben es jetzt verloren. Verdammte Scheiße. Was will denn der jetzt mit den ganzen Triton-U-Booten da oben, ey? Ach. So. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Aber hey, wir haben hier ein bisschen was Ruhe hier tatsächlich. Das ist gut. Das heißt, wir können hier die Insel erobern. Wartet mal, das brauchen wir gar nicht. So, die Bürger wegmachen hier. So, gucken, was der hier auf der Insel hat. Haha, nämlich nichts mehr. Nur noch Bürger. Das war sein Steckenpferd hier, der Flughafen. Ha! So. Oh, aber viele Bürger hat er. Viele Bürger. Schaut euch das an. Ahaha, guckt mal hier. So, und hier die Bürger wegmachen. So, los, Freunde. Alle wegschnetzeln. So. Da oben werden wir schon wieder. Aha, okay, das ist gut. Okay, so. Ihr macht bitte die Trident-U-Boote weg. So, wunderbar. Dann hat er hier jetzt keine Bürger mehr. Okay. Wo denn jetzt schon wieder? Kriegsschiff. Wegmachen. Hubschrauber wegmachen. So. Hier ist irgendwo ein Flugzeugträger, ne? Ah, guck mal. Fliegt den mal hinterher. Ah, hier ist der Flughafen von ihm. Okay. Da ist der nächste Flughafen. Ja, fliegt nur nicht alle hin, ne? Alles klar, die machen zum Glück nicht so viel Schaden hier. So, und das Ding verliert kontinuierlich an Leben. Das hält auch nicht so viel aus. Das ist saugut gerade, Freunde. Sehr gut gerade. So. Alles klar. Oder guckt mal bitte einer, guckt mal bitte. Ob hier nicht irgendwo doch noch ein Bürger nachrepariert. Ja, guck mal da. Ah, eine Flak. Ja, toll. Super. Aber hey. So, Freunde. Dann brauchen wir mehr Hubschrauber. Ja, wir sind schon wieder bei 39 Minuten. Ich weiß. Warum kriege ich kein Eisen mehr? Wartet mal, Freunde.
Warum kriegen wir kein Eisen mehr? Weil er an die Eisenressourcen dran geht. Okay. So. Die leben immer noch, aber die bauen nach. Ach, die bauen das nach. Dann geht bitte hier hinten hin. Alles klar, das heißt, wir brauchen da unten aber definitiv Flugabwehr. Wo sind meine Fregatten hin? Wo sind meine Fregatten hin? Bau bitte wieder Docks auf. Was eine Mission jetzt. Also, ich möchte die Mission auch nicht wirklich jetzt noch mit in die nächste Woche ziehen. Aber gut, es ist halt die Freitagsfolge. Und ich habe am Montag keine Folge aufgenommen. Das heißt, ihr kriegt jetzt hier eine Doppelfolge. So, habe ich jetzt entschieden. Auch weil die Mission das so erfordert. Die erfordert das so, die Mission. Okay, das heißt, wir brauchen hier Kreuzer. So. Das ist schon echt krass, muss ich sagen, Gott. Aber hey. Bürger, ihr geht schon mal bitte in den Transporter rein. Weil wir müssen ja echt nur... Hoppala, jetzt ist mir gerade der Hals stecken geblieben. Wir müssen ja echt nur diese drei Gebäude aufbauen, ne? Die beiden. Dann einmal Tempel. Dann einmal hier FTL-Forschungszentrum. Mehr brauchen wir doch da gar nicht. Verdammt. So. So, aber wo könnte der Gegner denn noch sein? Da unten, ja, da unten. Das ist, weil die Insel da, die haben wir ja jetzt befreit. Na? So, wo... Wo ist das denn? Hukwando, komm mal her. Ich brauch dich wieder, um hier ein Kriegsschiff alleine auseinanderzunehmen. So. So, dann hier. Komm. Zack. 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 Noch ein Kriegsschiff. Ach, wo nehmen die die Ressourcen her, hä? Oder ist das ein Spawner? Ich glaube, das sind Spawner-Einheiten. So. Dann geh hier oben auf das Kriegsschiff. So, dann brauchen wir hier Fregatten. So. Gold und Holz. Ja, wir müssen mit dem Holz aufpassen, ein bisschen. Wir müssen ein bisschen mit dem Holz aufpassen. So. Gut, Freunde. Dann. Nervig. Richtig nervig. Ah, schau ich das an. Er hat also jede Menge U-Boote da unten. Verstehe. So, die reichen ja wohl jetzt. Wir hier nochmal Fregatten aufbauen. So. Alter Schwede, so. Was ist das denn? Das brauchen wir nicht. Nicht da oben, ne. Puh, ey. Aber ich glaube, so langsam aber sicher haben wir's, Freunde. Weil er kann jetzt hier nichts mehr machen, Neurussland. Neurussland kann hier nichts mehr tun. Jetzt kann Japan hier landen. Aber macht er leider nicht. Ah doch, er kann hier noch was machen. Okay. Ja gut, hier, Auge Gottes. So, mach das Kriegsschiff weg. So, ey. Alles klar. Was eine Folge, Freunde. Was eine Folge. Ja, komm. Helft ihr mal. Das ist einfach nur Gleiches gegen Gleiches, genau. So. Schießt doch alle hier drauf. Was macht ihr denn da? Was ist denn? Ah, okay.
Okay. Triton-U-Boot, weg damit. Das ist nämlich auch so ein blödes Raketending. Da ist noch eins. Noch eins. Trident-U-Boot. Okay. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. So, Freunde. Wir brauchen mehr. Genau, mach das Dock kaputt. Das ist eine sehr gute Idee, Hubschrauber. Das ist wirklich eine Top-Idee. Mein Gott. Neurussland. Was haben wir hier? Da hat er seine Häfen. Da hat er seine Häfen. Ach nein. Gut. Wir werden angegriffen. Wo hier? Aha, okay. U-Boot wieder. Ah, nein. Wo kommt denn der jetzt her, Neurussland? Wo kommen diese Flugzeuge her? Normalerweise dürfte der gar keine Flugzeuge mehr haben. Wo kommen die her? Wo kommen die her, Freunde? Die Flugzeuge. Wo kommen die her? Der hat da irgendwo noch was, ne? Ach ja, gut. Das heißt, die kriegen aber wenigstens das Dock hier unten weg. Dass er da keine Schiffe mehr wegkriegt hier. So, sehr gut. Mach das kaputt. Ah, wunderschön. Meine, wunderschön. Sehr schön. Das heißt, das ist kaputt. Wo ist das Schiff? Hier ist irgendwo eine Fregatte rausgefahren. Ich hab's gesehen. Gut. Ihr könnt euch bitte hier unten sammeln. So, dann machen wir jetzt noch den letzten Angriff für diese Folge. Ich hoffe, dass das klappt. Und dann haben wir ja einiges an Hubschraubern und Einheiten. Ja, wir sind auch jetzt beim Bevölkerungslimit angekommen. Da, guckt mal. Nautilus-U-Boot. Wir werden angegriffen. So, was ist hier? Och, nein. Kommt mal mit nach vorne, ey. Oder? Ja, das kriegen die auch so hin, denke ich. Aber trotzdem, das ist unnötiger Verlust hier. So, Rebellentruppen. Alles klar. Nautilus-U-Boot. Gut. Wir haben hier einiges an Fregatten. Dann können wir uns nochmal vorbereiten. Team 2. Das neue Team 3. Wartet mal. Müssen wir erstmal die Gruppe hier machen. So, Freunde. Dann ist das hier das neue Team 1. So, Team 1. Team 2. Team 3. So. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Genau. Was ist hier denn jetzt schon wieder? Irgendwo da hinten. Ah. Okay, hier vorne. So, alles klar. Alle mal nach da vorne. Schau dich das an. Es sieht so krass aus, oder? Das muss doch jetzt reichen, mein Gott. Es muss doch jetzt reichen. Die drei Hubschrauber können sich nochmal hier ein bisschen austoben. So. Das neue Team 3 kann da mal helfen. Alles klar. Oh, die Schiffe helfen auch mit. Wunderbar. So, Fregatten. So, das neue Team 3 sind die Hubschrauber. Die... Haha, U-Boote, vergesst es. So, dann können wir es ja versuchen, ne? Dann können wir unsere Bürger nehmen. Vorher mal speichern, natürlich. Dann haben wir auch schon wieder die 50 Minuten voll. Ja, ich weiß, aber... Die Mission erfordert es halt. So, das muss reichen. Kommt.
So, der Transporter, wenn der jetzt abgeschossen wird, ne? Dann weiß ich es auch nicht mehr. So, ihr stellt euch mal bitte da vorne hin und ihr macht jetzt hier mal alles dem Erdboden gleich. Kommt. Neurussland, ey, ja, das... Die haben wir ja auch so kennengelernt, dass die ganz schön brutal waren. So. Wir haben hier Anti-Flugabwehr dabei und der wollte eine Atombombe abschmeißen. So, dafür haben wir die... Nee, das ist Japan, okay. Oh, alter Falter. So. Okay, dann macht ihr mal bitte hier Seeschlacht und so. Alles klar. Oh nein, kein Kriegsschiff. Kommt, Hubschrauber, ich brauche euch mal hier vorne. Oder? Brauche ich die da vorne? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, Hubschrauber, ihr könnt hier... Gut, abladen. Raketenbasis. Ich hoffe, dass es hier ist. Ich hoffe, dass es hier ist, Freunde. Aber sollte eigentlich so passen. Sehr gut. So, Holz hacken. Ui! Wo kommen die denn? Ja, danke. Was für ein Penner. Kommt der jetzt echt hier mit... Wie ich es hasse. Wo kommen die her? Das heißt, ich brauche nochmal einen Transporter mit U-Boot. Ach Gott, Freunde. Das ist doch nicht wahr. Einmal Transporter. Bürger. Kommt. Wir werden angegriffen. Es nervt. Werden wir jetzt wieder angegriffen hier? Ja, danke. Danke für nichts. So. Da reichen 4. So. 52 Minuten. Ja, das wird eine Stundenfolge. Dauert zwar ein bisschen länger zum Bearbeiten und Hochladen, aber was soll's. Gut. Das ist aber auch ein Kack, ne? Und wehe, die machen jetzt dieses Ding hier im Arsch. Raketenbasis. So, dann haben wir jetzt unsere Hubschrauber. Die können sich mal weiter hier durchfliegen. So. Was ist das da? Kriegsschiff. Oh, okay, dann. Nee, außer ihr. Ihr bleibt bitte hier. So, ihr bleibt bitte da und beschützt dieses Ding. Beschützt diese Raketenbasis. Wir werden angegriffen. Ja, hält das einfach mal so voll viel aus. Oh Gott, hier vorne haben wir aber nicht mehr viel. Da kommt doch mit noch dem Kriegsschiff. Mach das U-Boot weg. Wo kommt die Einheit her? Das ist jetzt aber echt mal uncool hier. Wo die Einheiten herkommen, ne? Hubschrauber, ich brauche euch. Kommt ihr mal bitte zurück. So. Alter Schwede. Oh, hier, kommt Hubschrauber, los. Und ihr da drauf, da los. Echt anspruchsvoll, die Mission. Echt anspruchsvoll. So. Ich frage mich auch, wo der die Einheiten hierher kriegt. Was soll der Müll? Wo kommen die her? Wo sind meine Bürger? Ah, okay, die sind schon drin. Sind alle schon drin. Okay. Verdammte Axt. Unser Kurs, Sir,
Das gibt's doch nicht. Immer die perfekte Kontereinheit für alles. Er hat immer die perfekte Kontereinheit für alles. Das kann nicht sein. Gut, dann lasst die Bombe halt in Ruhe und kümmert euch um die hier. So. Okay. So. Ja, genau. Noch ein Bomber. Noch ein Bomber. So. Haben wir es jetzt bald mal? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, na klar. Kommt mit noch einem Kriegsschiff hier an. Wo auch immer das herkommt. Aus dem Nichts. Atombomber. Aus dem Nichts. Ja, toll. Ach, das gibt... Das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt gerade nicht sein. Ich bin total überfragt hier. So, zum Glück haben wir ja noch unseren Transporter, verdammt. Schwede, wo kommen die Einheiten her? Wo kommen die her, sagt mal? Nein, 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 nein. Ja, toll. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Ja. Oh, jetzt bau jetzt dieses Schichtding wieder auf. Ja, toll. Jetzt wurden wir auch noch besiegt, warum auch immer. Ach, deswegen. Okay. Nö, Freunde, ich spiele jetzt so lange, bis ich diese Mission habe. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das für ein Spielstand? Ja, das hier. Okay, das ist gut. Hubschrauber, kommt bitte hier nach vorne. Ihr bitte alle mal zurück. Und ihr auch hier zurück. So, und ihr auch bitte zurück. So. Haben wir die Bürger schon? Ja, die Bürger sind schon auf dem Weg, ne? Da kommen die Bürger, oder? Wo sind die Bürger? Da sind sie. Okay. Die sind schon auf dem Weg. Ich frage mich echt, wo die Einheiten herkommen auf einmal. Er dürfte doch nichts mehr haben hier. Gut. Es ist so eine typische Tunnelmission hier. Hubschrauber helfen. So, ihr macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden hier, ihr Hubschrauber. Und auf den müssen wir aufpassen. Okay, ich verstehe schon, ja. Hier noch ein paar Fregatten am besten aufbauen. Das Kraus ist natürlich weg, ist klar. Oh, was sind das? Sea King, oh ja, Freunde. Sea Kings könnte ich gut gebrauchen. Was ist denn? Das kann's doch nicht sein. Ich frage mich, wo die herkommen. Wo die immer herkommen, frage ich mich. Genau wie das da. Genau wie das da. Wo kommt das alles her, sagt mal. Alter. Lass den Transporter in Ruhe. Mach das Ding weg. Mach das Ding weg. Mach das Ding weg. Meine Güte. So, haben wir es jetzt. Mann. So, ich speichere das aber jetzt nochmal. Alter. Nervig. Richtig nervig. Wir spielen jetzt schon eine Stunde und wir haben immer noch keinen Fortschritt. Das ist echt. So. Bau nochmal eine Raketenbasis hier hin. Wer, der kommt jetzt hier wieder mit irgendeinem Scheiß an.
Einfach schnell aufbauen hier. Ja, er kommt da mit seinem Luftscheiß. Da kommt er jetzt mit seinen Lufteinheiten. Baut das Ding auf. Schneller. Forschungszentrum, kommt, ey. Jo, ihr hier. Du kommst bitte noch mit nach unten. Du auch. Ich brauche jetzt alles, was irgendwie Anti-Luft ist hier. Dann noch den Tempel und dann haben wir es doch. Och. Da! Was? Ja, klar. Natürlich. Arschloch, ey. Schickt er einfach einen Atombomber. Das gibt's doch nicht. Gut. Das heißt, ihr müsst euch bitte so aufreihen. So. Du baust bitte schnell hier diese Forschungsbasis auf. So, genau. Und schön hier aufreihen und alles abschießen. Ganz genau. So. Baut dieses Ding auf. Verdammt nochmal. Stellt euch einfach wieder dahin. Und du bitte auch mit nach vorne. Diese Bomber. So. Da kommen sie. So. Und abschießen. Da kommt wieder einer durch. Nein, kommt keiner durch. Okay. Oh. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Tempel. Noch schnell den Tempel. So. Mein Gott. Was eine Gegenwehr hier. Was eine Gegenwehr. Haben wir es jetzt? Eine Stunde, zwei Minuten. Haben wir es jetzt hier? Tempel, komm. Da ist noch ein Kriegsschiff. Wie jetzt? Ein neuer Weltraumhafen mit zwei Raketenbasen, einem Tempel und einem ÖLG-Forschungszentrum. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, Freunde. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wir haben es doch hier aufgebaut. Ja gut, dann war es das leider nicht. Keine Ahnung. Gut, Freunde. Da werde ich jetzt aber dennoch Schluss machen. Nicht, dass das hier unten ist. Ist das jetzt wirklich hier unten? Das können die nicht ernst meinen. Na gut, Freunde. Dann würde ich jetzt aber dennoch sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Da sehe ich schon wieder was ankommen. Und ja. Bis hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich muss nochmal gucken, wo wir das Zeug aufbauen müssen. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.